Unsere Stabsstelle ist hier innerhalb der Stadtverwaltung Aalen, direkt beim Oberbürgermeister angesiedelt. Und wir arbeiten thematisch in vier Säulen. Die erste Säule ist das Thema Quartierssteuerung. Da geht es darum, Lebensräume innerhalb der Quartiere zu schaffen und mit den Bürgerinnen und Bürgern dort zu gestalten. Die zweite Säule ist das große Thema Gender, Gleichstellung. Es geht um Geschlechtergerechtigkeit. Und die dritte Säule wäre das Thema Integration. Es geht um die Arbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung. Und hier haben wir einen zweiten Standort, nämlich draußen im Wirtschaftszentrum. Da geht es um berufliche Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund. Und die vierte und jüngste ist das Thema kommunale Entwicklungszusammenarbeit. Hier geht es um die Partnerschaft mit Vilanculo und es geht darum, einen Weitblick zu bekommen und zu entwickeln darauf, dass jede Handlung sich global auswirkt. Insgesamt arbeiten wir als Impulsgeberinnen und man könnte vielleicht sagen als Agentinnen des Wandels. Bei der Quartiersentwicklung geht es darum, mit den Menschen vor Ort ihren Lebensraum bzw. ihr Quartier zu gestalten. Dazu bedienen wir uns zwei Instrumenten, einmal der Quartierssteuerung und einmal der Partizipation. Gemeinsam mit der Bürgerschaft geht es darum, ein lebens- und liebenswertes Umfeld zu schaffen, das alle Menschen, egal welchen Alters, Geschlecht, Nationalität oder Religion, dort leben können. Großen Wert legen wir dabei auf die zielgruppenspezifische Beteiligung, zum Beispiel in unserem Projekt Lebendige Stadt oder durch den Einbezug der Bürgerschaft bei kommunalpolitischen Entscheidungsprozessen. Zudem ist es uns aber auch sehr wichtig, dass wir die sogenannten stillen Gruppen erreichen. Auch hierfür entwickeln wir spezielle Angebote. Im Rahmen der Quartierssteuerung helfen wir bei der Akquirierung von Fördergeldern bzw. bei der Durchführung von Projekten. Durch Zusammenarbeit und Engagement schaffen wir ein lebendiges Aalen. In der Stabsstelle für Chancengerechtigkeit bin ich zuständig für die Schutzwohnungen. Ich bin auch gerade auf dem Weg dorthin, um die Frauen zu betreuen. Die Frauen kommen zu uns, weil sie häusliche Gewalt erfahren haben oder werden direkt von der Polizei zu uns geschickt. Wir bringen dann die Frauen sofort unter in Schutzwohnungen, wo sie dann anonym und in Sicherheit wohnen können. Wir unterstützen die Frauen dann in allen Lebenslagen und bekommen dort auch professionelle Hilfe. Wir können aber auch helfen mit ganz kleinen Dingen, wie zum Beispiel Babykleidung, die wir gespendet bekommen haben von der Aalener Bürgerschaft. Aalen hat einen Migrationsanteil von 29,5% und die Aufgabe der Koordinierungsstelle für Integration ist es, für diese Menschen Strukturen zu schaffen, damit sie sich in Aalen wohl und willkommen fühlen. Der Integrationsausschuss tagt dreimal im Jahr. Er berät und unterstützt den Gemeinderat bei Fragen, die für Migrantinnen und Migranten relevant sind. Die Konzeption und Koordination des Integrationsausschusses liegt in der Hand der Koordinierungsstelle für Integration. Ich bin Matthias Fuchs. Ich koordiniere mehrere Begegnungstreffs. Wer möchte, kann hier Deutsch lernen, Nachhilfe bekommen oder ganz einfach spielen und Spaß haben. Montags zum Beispiel findet normalerweise hier der Afrika-Treff statt, zusammen mit dem Afrikanischen Kulturverein. In Afrika-Treff, wir werden einfach verschiedene Themen einfach besprechen, wie Familien, Bildung, Schule, Ausbildung und Arbeit oder Gesundheitssituation oder Familienleben, Familienalltag werden einfach auch dort vorgestellt. Wenn wir uns nicht präsent treffen können, dann treffen wir uns einfach online und es macht richtig Spaß, uns wiederzusehen. In unserer Beratungsstelle unterstützen wir Menschen, die geflüchtet sind und die eine Aufenthaltserlaubnis für Deutschland haben. Ein syrischer Mann hat einmal zu mir gesagt, in Deutschland ist es so, von der Wiege bis zur Bahre, Formulare, Formulare. Ja, das ist ein Großteil unserer Arbeit. Wichtig ist uns, dass wir unterstützen.
dass wir es nicht für die Menschen machen, sondern dass sie es lernen, selbst zu tun. Die aufsuchende Arbeit ist auch ein wichtiger Bestandteil unserer Tätigkeit. Wir besuchen Geflüchtete, insbesondere Familien mit Kindern, in regelmäßigen Abständen, um ihre Lebenssituation besser kennenzulernen und sie so individuell zu unterstützen. Wir begleiten die Geflüchteten auch zu wichtigen Terminen, wie zum Beispiel zu der Eingewöhnung in den Kindergarten, zu Elternabenden in der Schule, zu Vorstellungsgesprächen oder Wohnungsbesichtigungen. Immer mit dem Ziel, den Geflüchteten den Weg so zu zeigen, dass sie ihn selber gehen können. Seit 2013 sind wir insbesondere für Menschen mit Migrationsgeschichte in puncto Ausbildung, Weiterbildung und Arbeit hier im Wirtschaftszentrum Ahlen vor Ort. Teile unserer operativen Arbeit sind zum Beispiel die Berufsorientierung und Weiterbildungsmöglichkeiten in der BRD, Vorstellungsgespräche und Assessment Center, sowie die Anerkennung ausländischer Schulabschlüsse und Diplome. Unser Beratungsangebot ist mehrsprachig und für alle Teilnehmenden kostenlos, zumal wir unter anderem vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus finanziert werden. Frauen und Männer haben unterschiedliche Lebenssituationen. Genau aus diesem Grund haben wir speziell für Frauen zwei Projekte entwickelt, bei denen es um die niederschwellige Sprach- und Berufsorientierung geht. Das Besondere bei beiden Projekten ist die integrierte Kinderbetreuung. So können die Frauen unser Angebot wahrnehmen und gleichzeitig werden die Kinder von ihnen selbst und von den Moderatorinnen betreut. Zu meinen Aufgaben gehört es zu schauen, was wir tun können, um global verantwortlich zu handeln und die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen hier in Ahlen umzusetzen. In einer global nachhaltigen Kommune sind sich die Einwohnerinnen darüber bewusst, dass ihre Entscheidungen hier vor Ort Einfluss auf den Rest der Welt haben. Wir setzen die kommunale Entwicklungspolitik mit verschiedenen Aktivitäten um. So gibt es zum Beispiel Workshops oder Vorträge oder, wie Sie auf diesem Bild sehen können, das Angebot von mafiafreien Tomatenprodukten aus Italien. Wir haben ja eine Freundschaft mit der mosambikanischen Stadt Vilanculo. Dort wird für die nächsten 2 Jahre eine Fachkraft bei der Umsetzung der Stadtplanung unterstützen. Hier haben wir zum Beispiel auch mit dem ehemaligen mosambikanischen Präsidenten eine Schule eingeweiht. Die Personalstelle zur kommunalen Entwicklungspolitik wird gefördert von Engagement Global mit Mitteln des BMZ.